Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir befinden uns gerade in der Basilica Le Haste nicht gesehen und hier müssen wir natürlich ein Assassinengrab finden und dafür müssen wir ein Puzzle lösen, wie wir schon mal gehört haben oder gelesen haben am Ende der letzten Folge. Und dieses Puzzle besagt, dass wir bis da hinten hinkommen müssen. So, willst du mich schon mal unten? Okay. Die Frage ist nur, wo fängt man an? Ich glaube, mich noch erinnern zu können, so ein bisschen. Was? Wo bin ich? Warte. Ah, das war auf jeden Fall schon mal gut. Das ist auch richtig. Ich glaube, ich sehe es. Ich glaube, ich sehe es. Ich hoffe, das ist richtig. Wenn nicht, dann laufe ich hier gerade umsonst durch die Gegend. Achso, ich soll hier rüber. Okay, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Eigentlich habe ich vermutet, dass ich hier an die Säule springe, aber gut. Oder da ist einfach mal nix. Das geht natürlich auch. Großartig. Okay, die Frage ist erstmal, wo will ich hin? Ne? Das muss man jetzt mal herausfinden. Aber die Kameraperspektive sagt mir schon, dass wir hier, denke ich mal, richtig sind. Großartig. Aber was bringt es mir, wenn ich dann hier bin? Dann bin ich ja im Kreis gelaufen. Ich könnte quasi direkt... Wenn die Kamera nicht so scheiße wäre, direkt darüber. Wo möchte ich hin? Ich weiß es nicht, Freunde. Sag mal, kannst du nicht einmal das tun, was ich von dir möchte? Erzieher, sag ich schon. Was? Ich habe gerade League of Legends gespielt, deswegen sage ich Erzieher. Und habe es mit Ezio verwechselt. So. Okay, immer mit der Ruhe. Ich kann hier rüberspringen. Das Komische ist halt auch, dass sich hier direkt die Kameraperspektive ändert. Als wenn wir wirklich hier rüber müssten. Also hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Aha! Ja. Okay. Den Weg haben wir schon mal gefunden. Sehr schön. Ich würde gerne runter. Und... Ezio. Lass das bleiben. Ah, ich seh's. Ich seh's. Oh, ich hasse dich, ne? Also manchmal könnte ich dich erwürgen. Wenn du nur nicht so geil kämpfen könntest. Rückwärts springen. Okay, das habe ich drauf. Und jetzt? Nur so eine Vermutung, aber... Hey, warum? Wozu? Würde ich auch von hier aus erreichen können. Bin ich ganz ehrlich. Wir müssen auf jeden Fall zurückspringen. Ich sehe noch nicht, wo wir lang müssen. Aber es kriegt. Das ist jetzt ein Rückwärtssprung. Du bist gegen die Wand gesprungen. So. Komm. Mach keinen Scheiß jetzt hier, oder? Rückwärts. So, dann versuche ich mal hier. Nein. Was will ich denn hier? Wenn dahin springt, bringt gar nichts. Hä? Das hilft mir jetzt auch nicht weiter, ne? Das sieht cool aus in der Adlersicht. Irgendwie so ein bisschen nach 3D. Okay, wir sind hier hochgeklettert. Wir sollten hier rückwärts springen. Und von hier aus machen wir was? Da komme ich ja so hin.
Ja, hier komme ich auch so hin. Dafür muss ich da nicht erstmal hochklettern. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Gebäudeteil. Also wir gehen hier hoch, ne? So, höher geht's nicht. Und dann soll ich rückwärts springen und dann landen wir hier drauf. Nur, was wollen wir jetzt hier? Das sagt uns ja wie keiner. Bin ich hier vielleicht komplett falsch? Vielleicht noch zu früh? Ich glaube, ich muss nämlich... Muss ich vielleicht die Kronleuchter hochziehen? Okay. Komm, wir laufen kurz mal weg. Wir müssen das jetzt mal überprüfen hier. Es ist ja ein Puzzle. Und hier geht's auch entlang. Seht ihr? Ist gar nicht mal so abwegig. Und wie kommen wir jetzt dahin? Oh, ist das schwer hier, Freunde. Puh. Muss hier voll meinen Grips anstrengen. Das habe ich normalerweise in Assassin's Creed nicht. Das merkt man, weil ich gerade 3 Sekunden gebraucht habe, um den Namen des Spiels herauszufinden. Hm? Laufen wir einfach noch mal durch die Gegend. Okay, hier ist ja das Ding, ne? Ups. Oh, oh, oh. Vielleicht hätten wir das vorher machen sollen. Okay, 4 Rätsel, ich verstehe. Oh, ich hätte einfach mal den Quest folgen sollen, ne? Oh Gott, bin ich doof. Okay, machen wir zuerst den hier. Okay. Tisch erklärt jetzt so einiges. Ist das ein Zeiträtsel? Willst du mich verarschen oder was? Ist das auch noch? Ach Gott. Muss beeilen. Muss mich beeilen. Okay, gehen wir hoch. Scheiße, oder? Was? Wo war ich gerade? Bitte, bitte. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich bin alt, ich bin nicht mehr der Schnellste. Ich glaube, ich habe noch massig Zeit. Das war Nummer 1. Ah. Ah, jetzt ergibt das natürlich Sinn. Okay. Ich würde sagen, Summe zu Rätsel Nummer 2. Da ist er dann, ja. Aber ich komme doch gerade von da oben. Den Hebel betätigen, bevor er verschwindet. Ja, toll. Dafür müsste ich erstmal herausfinden, wie ich da hochkomme. Ganz genau. Ja, dann leck mich doch. Kannst du nicht einfach mal da hochspringen? Nein, geht das nicht? Kann ich das Ganze resetten oder muss man warten? Okay, resettet sich. Sehr schön. Was? Oh. Ja, ich weiß.
So, wo fangen wir denn an? Das wäre zu einfach. Okay, wir müssen erstmal den Startpunkt finden und dann sollten wir uns erst auf den Weg machen. Bist du der Startpunkt? Nee, das glaube ich nicht. Nein. Du? Hä? Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Ihr seid mir auch schlau, Meier. Anstatt so einen kleinen hilfreichen Tipp zu geben, wo es zumindest anfängt. Das wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Ja, dieses Bild vielleicht? Ah, hab's gefunden. Okay. Mehr muss ich nicht wissen, Freunde. Ich muss nur wissen, wo es anfängt. Und dann mache ich das Ding fertig. So. Wir gehen von hier aus direkt. Direkt darüber. Oh, ich habe wirklich nicht viel Zeit. Zack. Großartig, Ezio. Großartig. Also, wenn er nicht springen kann, ne? Dann ist das schon verdammt asozial. Oder wenn der Scheiße springt. Man kann man als Spieler ja nichts dafür, oder? Gut. Alte Technik nur nicht ausgereift. Aber gut. Bin mal so heute zu gnädig. Und akzeptiere es. So. Und drüber da. Hä? Was zum... Oh, Kamera, bitte. Oh. Das tat übrigens gerade nicht gut. Muss mal kurz was trinken. Okay. So, volle Konzentration, Freunde. Volle Konzentration. Wir gehen zuerst hier hoch. Springen hier rüber, dann darüber, dann darüber. So, dann ignorieren wir das Ganze hier und springen einfach direkt hier rüber. Machen uns keinen Stress. Kann ich direkt hier hoch? Nein. So, und von hier aus klettern wir hoch, okay. Alter, ist das denn ernst? Du machst mich fertig, Alter. Du machst mich fertig. Hälfte haben wir nur noch. Wo war das Viech jetzt? Da oben. Meine Güte. Nein, bitte, bitte. Bitte schneller. Ezio. Ezio, was zum? Alter, da muss ich extra die Kamera wechseln, sonst wäre er nicht gesprungen. Heilige Nummer. Oh. Macht der Typ mich heute fertig. Heute machst du mich fertig, Ezio. Genau, was du gegessen hast. Oh, das war meine Schuld. Es tut mir leid. Aber du hast es verdient. So, Rätsel Nummer 3. Ah, da beginnt es von links. Und geht zum kleinen Kreis. Dann gehen wir hier rüber, darüber und dann sind wir da. Okay. Ich sagte, dann sind wir da. Okay, dieses da, dann sind wir da, könnte noch ein bisschen dauern. Gut. Wir wissen, wo der Anfang beginnt, deswegen alles kein Problem. So, wir gehen nämlich hier rüber. Was war das? War das hier entlang? Hier war das entlang, ne?
Ah, ich habe den Weg gefunden. Ach du Scheiße, geht die Zeit schnell vorbei. Holy shit. So, kann ich hier direkt hochklettern? Ja, sauber. Ich glaube, das war richtig. Ich hoffe, es war richtig. Ah, sieht richtig aus. Dann hier nochmal hoch, ne? Und dann haben wir es geschafft. Zack. Alter, Ezio, du machst mich fertig. Was sollte der denn für ein Sprung sein? Ah, das wird übrigens ein Assassin-Zeichen. Du musst um zum Schmatz zu spoilern, ne? So, und das letzte Rätsel. Oder öffnen wir damit schon alles? Ich glaube, das wird das Schwierigste von allen. Da gehen wir hoch, okay, hinten rechts. Dann gehen wir die Plattform entlang. Ach du Scheiße. Bis zur Orgel. Na gut, wir haben das letzte auch beim ersten Mal geschafft, ne? Das kriegen wir doch hin. So, wir springen hier rüber. Dann springen wir hier zu diesem komischen Tafelding ins Gesicht. Und jetzt sollten wir hier entlang, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Hallo? Achso, ich verstehe. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Es geht viel zu schnell vorbei, Freunde. Viel zu schnell. So, wie kommen wir die verdammte Orgel hoch? Ha! Easy going. Bam, bam, bam. Okay. Ich dachte, oben war der Sackfuck. Das ist doch cool. Guter Fake. Fehlt nur noch einer. Oh cool, da können wir raus. Ist zwar ein bisschen gruselig, wie sich jedes Mal die Wand oder so bewegt oder eine Tür. Aber hey, wir sind eine Assassine, wir töten alles. Kann durch ein Monster kommen, kann durch einen Goblin kommen. Ist mir Wumpe. Ihr kriegt jetzt mal eine Klinge in die Kehle. Sollte er sowas besitzen wie eine Kehle. Man weiß es ja nicht. Und schon sowieso frei. So, geheiligt werde dein Name, das Geheimnis, der drin haben wir übrigens nicht gefunden. Schade, das ist das erste Geheimnis, was wir nicht gefunden haben. Habe ich auch total vergessen, gebe ich ganz ehrlich zu. Also hier habe ich einen blauen Umhang, das sieht doch mit dem blauen ein bisschen besser aus, ne? Wobei, hey, seht ihr das? Die waren schlampig. Nee, das ist meine Hand. Okay, alles gut. Alles gut. Ach, Venedig, du hörst mich wieder. So ist das rot. So, Basilika, der hast du nicht gesehen. Haben wir doch eingesammelt. Wieso leuchtet das immer noch rot? Moment. Karte. Nein, Karte war falsch. Optionen. Auch falsch, ne? Datenbank.
bin doch in Venedig, ne? Ja. Okay, dann habe ich es wirklich durch. So, aber wir gucken mal kurz, wo die Quest ist. Ich würde sagen, wir sammeln noch hier den Turm ein und dann beenden wir die Folge. So, haben aber natürlich... Oder wir suchen das Zeichen. Ich habe da so die eine oder eine andere Erinnerung an diese Ecke. Ich glaube, hier habe ich sehr lange Zeit verbracht, um das zu suchen. Okay, kommst halt dann nicht an, oder was? Nö. Bist du scheiße. Heute bist du scheiße zu mir, Ezio. Hätte ich nie gedacht von dir. Gott, jetzt kletter doch einfach da hoch. Da ist er. Schnell. Ach so. Oh Gott, ich hab's getan. So, ich glaube, das war an so einer Ecke dran oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich hier sehr, sehr lange Zeit verbracht, um das Ding zu finden. Das weiß ich noch. Ach, das hier war übrigens der schwere Drum. Alter, mach keinen Scheiß. Wollte nicht hochklettern. So, verzieh. Schauen wir mal, ob wir irgendwie fündig werden, dass wir dann für morgen das Rätsel vornehmen können. Ansonsten suchen wir morgen einfach weiter. Jetzt auch nicht die Welt. Ich glaube, das war an so einem kleinen Gebäude-Ecke, eine Ecke von einem Gebäude dran. Nee. Ja, wie wär's mit oben bleiben? Dankeschön. Irgendwas Verzwicktes war hier. War auf jeden Fall nicht so leicht zu sehen. Aber wenn man es kennt, ist es leicht. Huch. Ich sehe ihn nicht mehr. Was? Hä? Wie sind wir aneinander vorbeigelaufen? Ist das überhaupt möglich? Aber das hatte ich doch. Hä? Hä? Ich habe so das Gefühl, dass hier echt ganz viele Sachen nebeneinander sind. Ich glaube, das, was wir suchen, ist nicht hier, sondern das Schloss ist damit gemeint. Ist das möglich? Hey da! Ich will nur gucken, ob ich hier richtig bin, ja? Danach können wir alle wieder Freunde sein. Ausgetrickst! Aha! Ich will doch nur die Leiter nehmen. Ich weiß, ich hab sie verfehlt. Ja, ist doch gut. Schlag mich 50 Mal. So, Leiter. Ansonsten würde ich sagen, muss ich mich einmal kurz informieren, ob und inwiefern das richtig ist, wo wir zu suchen haben. Weil es ist ein bisschen verwirrend, dass jetzt zwei Sachen direkt nebeneinander sind. Somit jetzt das Schloss gemeint? Moment, das können wir ja sehen. Also. Datenbank, Orte. Der große Turm. Also ich vermute mal, wenn es um diesen Turm geht, dann wird es wahrscheinlich auf diesem Turm sein. Und der Turm befindet sich leider nicht hier, sondern es ist dieser schwierige. Da. Oh, was zum... Da springst du halt einfach mal runter. Gut, Freunde, das war unser Zeichen für die Folge ist beendet. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann haben wir auf jeden Fall eine gute Chance, dieses Zeichen zu finden und das nächste Rätsel zu lösen. Wir sehen uns morgen wieder. Als Folge der gestiegenen Anzahl
Haut rein, euer Zero. Tschüss. Ich vermute mal, es ist ganz, ganz oben.